willkommen zu dem Video. Ich habe letztens bei H&M online geshoppt und wollte nun mit euch teilen, was ich mir ausgesucht habe und euch auch zeigen, wie das Ganze angezogen aussieht. Und genau, dann fangen wir direkt mal an und los geht's. Das erste Teil, was ich mir geholt habe, ist dieser weiße Body. Den gibt es auch in schwarz. Und geholt habe ich ihn mir in einer S. Preis und Bild blende ich euch mal ein. An sich super bequem, Stoff ist super, Stoff fühlt sich super auf der Haut an, ist super stretchy, aber für mich ein bisschen sehr durchsichtig. Deswegen werde ich den wahrscheinlich nicht behalten. Habe überlegt, ob ich mir jetzt nochmal einen Schwarz hole, aber mal gucken. Was ich mir geholt habe, ist diese silberne Bandeau-Top und das habe ich mir geholt in einer 36. An sich fühlt sich auch super an, rutscht auch nicht, da es einen Gummizug hat und alles. Ich weiß nicht, ob es mir ein bisschen freizügig ist. An sich ist es super, hat auch gepolsterte Cups, man kann es also auch sehr gut ohne BH drunter tragen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das zurückschicke oder behalte, bin ich noch ein bisschen am Überlegen, weil eigentlich finde ich es ganz schön und vielleicht, wenn man es unter irgendwas drunter zieht, so als kleines Glitzer-Detail, aber ich glaube, um es nur so zu tragen, ist es mir ein bisschen freizügig, aber genau, an sich super bequem, es kratzt auch gar nicht, es ist super schön, super Qualität, also an sich kann ich da nichts dran aussetzen. Spitzenbody. An sich auch wieder super bequem, sieht extrem schön aus, geholt in einer XS, super weit, also passt auch perfekt, ist schön stretchy, also aber ist, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen unvorteilhaft geschnitten, also ich habe das Gefühl, das trägt ein bisschen auf, aber ansonsten eigentlich echt schön. Ist vermutlich mein absolutes Lieblingsteil dieser Bestellung. Ich liebe diesen Body. Also der ist einfach so unfassbar schön. Ebenfalls eine XS, aber auch wieder sehr stretchy. Der sieht zwar sehr durchsichtig aus, aber wenn man es anhat, kann man tatsächlich nicht durchgucken. Also es ist einfach so bequem. Der macht eine tolle Figur und ist einfach super bequem. Kneift nicht, kratzt nicht, stretchy. Also der ist definitiv ein absolutes Lieblingsteil. Langärmliche Body mit komplett Spitze an den Ärmeln, super weich, also wirklich, H&M hat so weiche Spitze, kratzt nicht, kneift nicht, wieder super bequem, ist diesmal eine S, auch hier wieder gepaddet, deshalb auch nicht durchsichtig und man kann es sehr gut ohne BH tragen, finde ich super schön, also der ist super weich, auch der Rücken wieder komplett spitze, richtig schön, richtig elegant, also ich finde den top.
Body, beziehungsweise die letzten zwei Bodies. Das war ein Doppelpack, einmal grau, einmal schwarz. Einfach Basic Bodies, wollte ich mal testen. Hier bin ich mir recht unsicher. Also Größe ist XS, hat sehr hohen Beinausschnitt. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass er ein bisschen tief hängt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es eine XS ist und ich es einfach eine Größe größer bestellen müsste, aber ihr werdet es ja gleich sehen, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, an sich super schön. Ohne BH tragen kann man es zwar. Ich hätte zwar die ganze Zeit ein bisschen Angst, aber mit BH ist halt, naja, halt rückenfrei, weil der Rücken ist sehr tief. An sich finde ich ihn echt schön, aber bin ich mir sehr unsicher, ob ich den behalten soll oder nicht. Noch Bralettes geholt. Einmal in Rot, einmal in Schwarz. Auch super schön. Super bequem. Ich finde die Träger ja unfassbar schön. Also das ist einfach super. Wieder wunderschön mit Spitze verarbeitet. Allgemein alles top verarbeitet. Den Verschluss hat es vorne. Super einfach zu öffnen und zu schließen. Hält auch sehr gut. Also wieder schön stretchy. Geholt in einer XS. Auch hinten Rücken wunderschön. Da die Träger so schön sind, stelle ich mir das vorher schon so ein schulterfreien Pullover vor, so im Herbst vor allem, wenn du dann so schulterfrei trägst und so Oversize-Sweater, ja, das kann ich mir da super vorstellen, wenn dann so ein Träger rausguckt. Auch wieder gepaddet, also man kann nicht durchgucken, habe ich wie gesagt in Schwarz und Rot und ich weiß nicht, ob ich beide behalte oder nur den Schwarzen, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, aber den Schwarzen auf jeden Fall. Schön. Also im Sommer bestimmt auch gut so zu tragen, wenn man sich traut. Ich weiß noch nicht, ob ich mich trauen werde, aber an sich super schön. Also wenn nur unter Pullis auch mega. Ich finde den so schön. So, dann habe ich noch diesen Taillengürtel bestellt. Hat eine goldene Schnalle, lässt sich super einfach öffnen und schließen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er recht schnell so verhakt sich und nicht richtig schließt. Aber an sich super stretchy und an sich ein sehr guter Gürtel. Für das, wofür ich ihn benutzt hätte, glaube ich nicht ganz so praktisch. War in XS mit so einem Kettendetail. Tatsächlich habe ich mir hiervon recht wenig erwartet. Dachte echt, dass der vielleicht nicht schön aussieht, aber ich finde ihn super schön. Auf so einem hohen, engen Rock, so einem Bleistiftrock, mega. Auch mit der Schnalle richtig schön. Die Kette kann man nicht verschieben, sie ist fest. Und deswegen rutscht aber auch nichts, was ich eigentlich echt gut finde. Also super Qualität, sieht sehr hochwertig aus und den behalte ich auf jeden Fall. Habe ich mir dann noch eine Körperkette bestellt, die aber wieder zurückgehen wird. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu doof bin, die anzulegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie bei mir nicht so gut aussieht. Werdet ihr dann auch sehen. Aber ja, an sich Bodyketten werde ich weiter gucken.
schon in meinem Haul. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen Sachen findet, ob ihr sowas anziehen würdet. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Vorschläge und Wünsche und Anregungen in die Kommentare schreiben. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.